Biologische Produkte aus dem Ausland haben oft ein massives Problem. Guten Morgen! Und zwar ist es folgendes. Die Produkte aus dem Ausland tragen ja das Bio-Label. Und dieses Bio-Label, dem schenken wir Vertrauen. Warum schenken wir dem Bio-Label Vertrauen? Weil das an gewisse Richtlinien gekoppelt ist, die auch kontrolliert werden. Aber, und da geht es los. Im Ausland ein Anbieter von, keine Ahnung, von Mais, von Möhren, was auch immer in Bioqualität sozusagen angeboten wird. Dieser Ausländer lässt seine Produkte kontrollieren von privaten Kontrollstellen. Es gibt sogenannte private Kontrollstellen. Private Kontrollstellen. So, diese privaten Kontrollstellen. Diese kann sich der Produzent von biologischen Obst und Gemüse aussuchen. Er kann wählen aus den privaten Kontrollstellen, die existiert, welche ihn prüfen soll, damit er das Zertifikat bekommt. Bio. Ganz, ganz wichtig. Also der Anbieter kann sich die Kontrollstelle aussuchen. Man könnte sozusagen jetzt sagen, dass da ja eine Art Wettbewerb auch entsteht zwischen den verschiedenen privaten Kontrollstellen. Das heißt, es gibt nicht nur eine, sondern es gibt noch andere private Kontrollstellen. So. Und aus all diesen privaten Kontrollstellen kann sich der Produzent einer Ware die beste auswählen. Was ist denn die beste für den Anbieter von biologischer Ware? Ein Markt, der mittlerweile ja, extrem profitabel ist, weil auch der Umsatz sich vervielfacht hat, weil die Menschen immer mehr aufgrund auch der Schreckensmeldungen von normaler Ernährung und auch auf den erhöhten Standard gerade in der hochindustrialisierten Welt, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland, ja, dann einfach immer mehr auf Bioware zugreifen, weil sie ja etwas Besseres wollen. Also, was ist nun ein Kriterium, warum welche private Kontrollstelle der Anbieter von Obst und Gemüse nimmt? Natürlich den mit dem niedrigsten Standard. Das heißt, er sucht sich von den privaten Kontrollstellen diese aus, die den niedrigsten Standard hat. Es gibt natürlich einen Grundstandard, der erfüllt werden muss. Aber, also diese Bio-Richtlinien, aber da gibt es halt ein paar Sachen, die die privaten Kontrollstellen anbieten können, die der Anbieter von Obst und Gemüse dankbar annimmt. Also erstmal generell gewinnt der niedrigste Standard. Der niedrigste Standard gewinnt. Übrigens, ich verschreibe mich immer mal, wenn ich lese und also wenn ich spreche und schreibe, mir ist es schon aufgefallen bei einigen Tafelbildern, aber drauf geschissen. Also mir fällt es auch auf, dass ich mich verschreibe, aber egal, also der niedrigste Standard gewinnt. Und da gibt es zum Beispiel, da werden angeboten von den privaten Kontrollstellen Beratungen. Beratungen. Und was für eine Art von Beratungen handelt es sich da? Zum Beispiel von Beratungen, wie man im Endprodukt nicht mehr nachweisen kann, dass man Stoffe benutzt hat, die eigentlich nicht erlaubt sind im Bio-Label. Diese Beratung bieten die privaten Kontrollstellen an. Und wenn natürlich so ein Anbieter, der nach Profitabilität ausgerichtet ist, erfährt, dass es private Kontrollstellen gibt, die Beratungen anbieten, wie man eigentlich herkömmlich konventionell oder auf herkömmlich konventionelle Hilfsmittel zugreifen kann, die nicht erlaubt sind, dann nimmt er natürlich diese private Kontrollstelle, die ihm das schon anbietet, weil er genau weiß, dass die Kontrollen dann wahrscheinlich gar nicht mal so streng sind. Ne? Und das ist der erste Punkt, der richtig, richtig eklatant ist. Und ja, und dann kommt noch ein weiterer Punkt. Also, bei dem Bio-Label, wenn das Bio-Label vergeben wird, da gibt es in der Welt verschiedene Unternehmen, die Staatseigentum sind. Das heißt, diese Unternehmen gehören dem Staat, also quasi Staatseigentum.
Das ist jetzt erstmal nicht verboten. Ne? Zum Beispiel in Äthiopien gibt es eine große Firma, die Obst und Gemüse anbaut, die Staatseigentum ist. Und da ist es wie folgt, da gibt es Medienberichte. Die müssen sich natürlich trotzdem, egal ob diese jetzt Staatseigentum sind oder nicht, kontrollieren lassen von den privaten Kontrollstellen. Was aber passiert, wenn die privaten Kontrollstellen das Obst und Gemüse checken und sagen, hey, ist nicht in Ordnung. Und da gibt es eben Medienberichte, die man durchaus als glaubhaft einstufen kann, weil außerhalb dessen, dass sie ein Medienbericht sind, steht da kein finanzielles Interesse dahinter. Und die, die ich mir angeschaut habe, machen auch Sinn, weil der Kreislauf, also der Gedanke, Bio viel Geld verdienen, Länder wie zum Beispiel Äthiopien, wo es da einige Medienberichte dazu gab, möchten natürlich partizipieren davon, um Geld zu verdienen. Es ist Staatseigentum und wenn es Staatseigentum ist, können diese Unternehmen auf die privaten Kontrollstellen in Äthiopien zum Beispiel Druck ausüben. Das heißt, wenn nicht ordentlich kontrolliert wird, ordentlich im Sinne von durchwinken, bekommen die Kontrolleure massive Probleme und landen durchaus auch mal im Knast. Das heißt, wenn ein Produzent Staatseigentum ist, hat man ganz andere wirken noch ganz andere Mechanismen auf die privaten Kontrollstellen als die Überprüfung der privaten Kontrollstellen durch die das Bio-Label, sage ich jetzt einfach mal, also diesen Konsens. Und wie ist das eigentlich? Also das Bio-Label kontrolliert ja die privaten Kontrollstellen, die versuchen ja diesen Mindeststandard festzusetzen. Wie viel werden denn kontrolliert? Wie intensiv ist denn die Kontrolle der privaten Kontrollstellen? Es gibt auf der Welt 53 Kontrollstellen. Also 53 dieser Kontrollstellen gibt es. Und von diesen werden jährlich 6 kontrolliert. Macht Euch das einfach mal bewusst. Macht Euch das einfach mal bewusst. Das Bio-Label aus dem Ausland, dieser Unternehmer, der kann sich eine private Kontrollstelle aussuchen. Eine Kontrollstelle, von denen nur 6 aus 53 kontrolliert werden, die untereinander in Konkurrenz stehen und dadurch versuchen, den niedrigsten Standard zu erreichen, indem sie zum Beispiel Beratungen anbieten. Und der niedrigste Standard ist natürlich auch, wenn der Unternehmer merkt, dass diese gar nicht so intensiv kontrollieren, dann geht er natürlich zu der privaten Kontrollstelle und dann kann diese private Kontrollstelle auch am Leben bleiben und ist profitabel. Es ist ein Privatunternehmen, private Kontrollstellen. Okay? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das noch Staatseigentum ist, könnten selbst die privaten Kontrollstellen, die wirklich das Bio-Label, also die Richtlinien des Bio-Labels voll durchsetzen wollen, können trotzdem Probleme bekommen und machen es nicht aus persönliche Angst, dass der Kontrolleur zum Beispiel aus Versehen mal im Knast landet, weil er irgendwie staatsfeindliche Äußerungen gemacht hat. Man kann sich da ja viel einfallen lassen. Wir kennen das ja alle, zumindest ich hier, der in der DDR aufgewachsen ist. Na, das geht mal ganz schön schnell. Und Äthiopien oder andere Länder auf dieser Welt, die haben da kein Problem. Gut, Nordkorea ist jetzt wahrscheinlich nicht der größte Importeur von Obst und Gemüse, aber es gibt natürlich auch andere Länder, wo dann halt eben stark sanktioniert wird. Das heißt, aus diesen Kreisläufen könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dass das Bio-Label, wenn es aus dem Ausland kommt, ich will nicht sagen nichts wert ist, aber bei weitem nicht so viel wert, wie man dem eigentlich Wert geben müsste aufgrund der Richtlinien. Und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass man über die Kreisläufe Bescheid weiß. Und genau deshalb war mir das Video auch ein großes Bedürfnis. Ich bin auch dafür, dass wir mehr Fokus haben sollten auf biologische Produkte. Aber mehr Fokus auf biologische Produkte und nicht mehr Fokus auf Zettel, auf Zertifikat oder sonst etwas, wenn es denn nicht ordentlich durchgesetzt werden kann. Und das ist de facto bei ausländischen Bio-Labeln der Fall. Ich hoffe, ich konnte euch etwas aufklären und auch euch etwas die Angst davon nehmen, mal nicht ein Bioprodukt zu kaufen, wenn ihr denn sicher seid oder mehr sicher seid, dass dieses Produkt vielleicht sinnvoller hergestellt ist als ein Produkt, was einen Zettel hat oder ein Zertifikat. Das gilt für alle Lebensbereiche.
Wendet euch an Personen, die euch helfen und nicht an Personen, die irgendwelche Zettel haben. Ist genau dasselbe. Wendet euch an Handwerker, die was können und nicht an Handwerker, die einen Meisterbrief haben und so weiter. Das ist eine generelle Sache der Bewusstheit. Wenn ihr das Video schön fandet, würde ich mich wie immer über den Daumen nach oben freuen und vielleicht auch das Video teilen für Menschen, wo ihr den Eindruck habt, hey, das müssten mehrere wissen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Christian. Tschüss.